Hey, EU, wie lange dauert das noch, bis das ja die vierte Richtlinie zur Führerscheinklasse B veröffentlicht? Wir B196-Fahrer, wir wollen auch ins Ausland fahren. Wir warten auf euch. Ja, Leute, ich stehe jetzt hier an der Grenze von Deutschland nach Belgien. Hier ist für mich Schluss. Ich darf jetzt hier rechts nicht weiterfahren. Da ist belgisches Gebiet. Hier ist jetzt im Prinzip die Grenze, wo ich jetzt stehe. Und ja, hier macht mir meine B196 Führerscheinerweiterung einen Strich durch die Rechnung. Und ich habe ja schon mal zu Beginn des Jahres ein Video über die mögliche Veröffentlichung der vierten Richtlinie gemacht und dort gesagt, das war zu dem Stand, war das im März, war das auch so, dass Ende des ersten Quartals die EU diese vierte Richtlinie veröffentlichen will. Was haben wir heute? Wir haben fast Ende Juli und die sind wir noch nicht veröffentlicht. Ja, warum ist das so? Ich meine, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, warum sie es noch nicht gemacht haben, aber wer eins und eins zusammenzählen kann, der wird wissen, dass die EU momentan komplett andere Sorgen hat und dementsprechend mit der Erweiterung ja, einfach noch nicht durch ist. Vielleicht klären wir erst nochmal die Begrifflichkeit B196 für die, die sich mit dieser Thematik jetzt erstmal auseinandersetzen. So, seit dem 1.1.2020 kann man in Deutschland die Führerscheinerweiterung der Klasse B mit der Erweiterungsnummer 196 machen. Was heißt das jetzt? Um diese B196 Erweiterung machen zu können, muss man mindestens 25 Jahre und älter sein und man muss mindestens 5 Jahre die Führerscheinklasse B, also die alte Klasse 3 sozusagen haben. Dann kann man diese Erweiterung machen. Man geht dann einfach zur Fahrschule, macht dort 4 Theorieeinheiten a 90 Minuten und 5 Fahrstunden a 90 Minuten. Dann bekommt man eine Bescheinigung von der Fahrschule. Damit geht man zum Straßenverkehrsamt, lässt das eintragen im Führerschein und dann darf man halt eben Kleinkrafträder bis 125 Kubik und 11 kW, also 15 PS fahren. Sowas wie meine Vespa hier, die GTS 125. Was den Leistungsumfang entspricht, ist B196 gleichzusetzen mit dem A1-Führerschein, also den kleinsten Motorradführerschein, bis auf die Tatsache, dass ich mit B196 nicht ins Ausland fahren darf. Ansonsten sind alle Voraussetzungen oder ja, alle Einschränkungen, wie ihr es auch mal nennen wollt, sind gleich. Seit dem 1. Januar 2020 bis zum 1. Januar 2023 gibt es schon 185.000 Leute in Deutschland, die diese Führerscheinerweiterung B196 gemacht haben. Ist schon eine Menge. So, warten die jetzt alle darauf, dass man damit ins EU-Ausland fahren darf? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Viele wahrscheinlich schon. Ich weiß davon aus den Kommentaren, dass Leute trotz allem ins Ausland damit fahren, die dann so ein bisschen die, ja, scheiß drauf, leck mich am Arsch-Einstellung haben. Andere wiederum sind der Meinung, man könnte in gewissen Ländern innerhalb der EU auch damit fahren. Leute, nein. B196 ist eine nationale Kennziffer. Die ist nur in Deutschland gültig. So, gibt es Ausnahmen? Ja, jein. Da muss man jetzt ein bisschen differenzieren. Also, es gibt 5 Länder in der EU. Das ist Spanien, Portugal, Tschechien, Italien und Lettland.
Da dürft ihr mit eurem Führerschein Klasse 3, den ihr habt, 125 Kubikmaschinen fahren. Das ist aber nicht dasselbe wie B196, weil wenn ihr eine Maschine habt, so wie meine, die in Deutschland zugelassen ist, heißt das noch lange nicht, dass ihr damit dann ins Ausland fahren oder da dort fahren dürft. Weil ihr seid ja hier im nationalen, oder ihr unterliegt ja hier dem nationalen Recht. Wenn ihr jetzt in diesen Ländern seid, die ich gerade genannt habe, also Spanien, Portugal etc., und dort eine 125-Kubikmaschine fahrt, die dann vermutlich in dem Land angemeldet ist, also bei einem Verleiher oder so, dann ist das wieder legitim. Einer hatte letztens geschrieben im Kommentar, er wäre in Polen gefahren und wäre auch dort angehalten worden und ja, die hätten mit dem Führerschein gar nichts anfangen können, hätten ihm durchgewinkt. Klar, aber was ist, wenn was passiert? Habt da mal einen Unfall? Ich würde mich ehrlich gesagt auf dieses Risiko nicht einlassen. Das muss aber jeder von euch selber entscheiden, würde ich sagen. Kommen wir mal zur eigentlichen Frage zurück. Wann wird die EU letztendlich die vierte Richtlinie zur Führerscheinerweiterung oder zum Führerschein B veröffentlichen, in dem dann nicht nur die Erlaubnis sozusagen für B196 oder für die Schlüsselzahl 196 dann erteilt wird, im Ausland zu fahren? Das sind auch noch andere Sachen, die in dieser vierten Richtlinie angepasst werden. Aber worum es uns ja geht, ist ja die Anpassung von B196. So. Wie gesagt, es war ursprünglich so Anfang des Jahres, dass die tatsächlich ja Ende des ersten Quartals diese Richtlinie veröffentlichen wollten. Wenn diese Richtlinie veröffentlicht ist, irgendwann mal, dann muss die erst durch den Europäischen Rat durch und dann durch das EU-Parlament, vom EU-Parlament noch verabschiedet werden. Das heißt, bis das verabschiedet ist oder die veröffentlicht ist, die Richtlinie, ist das noch lang nicht verabschiedet. Das dauert also dementsprechend. So, erst wenn das gemacht ist, also wenn es durch den Europäischen Rat und durchs EU-Parlament durchgegangen ist, durchgewunken ist, dann darfst du immer noch nicht mit dem B196 im Ausland fahren. Nee, nee, weil jetzt kommt Folgendes: Das nationale Recht muss erst umgesetzt werden. Meine Meinung dazu ist, ehrlich gesagt, vor 25, 2025 werden wir nicht mit der B196 Erweiterung im Ausland fahren dürfen. Ist meine Meinung. Ich weiß nicht, vielleicht wird es schneller gehen, kann es schneller gehen, aber ich denke mal, vor 2025 wird es nichts werden. Naja. Das ist, wie gesagt, ist meine Meinung, sind meine Gedanken, die basieren auf meinen Recherchen, die ich gemacht habe. Ob das alles jetzt so kommen wird, das ist eine gute Frage. Das kann ich euch ehrlich gesagt nicht sagen. Vielleicht kommt es früher, vielleicht auch sogar noch später. Wer weiß das schon? Egal. Jedenfalls hier, wo ich jetzt stehe, nach rechts, da beginnt Belgien. Da seht ihr Verviers, Malmedy etc. Da darf ich jetzt nicht rüberfahren. Für mich ist hier Ende, Ende im Gelände. Schade, schade, Schokolade. Ich hätte, klar, damals den großen A-Führerschein machen sollen. Ja. Dann könnte ich jetzt weiterfahren. Habe ich aber nicht. Ich habe jetzt die B196 Erweiterung. Das soweit zu meinen Gedanken, was B196 angeht. Wie gesagt, wann jetzt die Richtlinie veröffentlicht wird, steht noch in den Sternen. Die EU hat ganz andere Sorgen momentan. Absolut verständlich. Schaut euch um in der Welt, da wisst ihr Bescheid, warum. Und dann, wie gesagt, erst nochmal durch den EU-Rat, dann durch das EU-Parlament, dann ins nationale Recht. Vor 2025 werden wir mit Sicherheit. Mit Sicherheit kann ich nicht sagen. Meiner Meinung nach, vor 2025 werden wir nicht mit B196 ins europäische Ausland fahren dürfen. Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare, wie ihr das seht. Vielleicht war ich bei meinen Recherchen nicht gründlich genug oder was auch immer. Egal. Ich hoffe mal, das Video hat euch ein bisschen geholfen, auch vielleicht zu entscheiden, ob ihr B196 Erweiterung machen wollt oder vielleicht dann doch sagt, okay, ich mache dann jetzt doch den A-Führerschein. Bleibt euch überlassen. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Leute. Tschüss.